Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute mal wieder eine Road to Zerficker. Und zwar gegen den Robert. Servus. Und mit dabei ist der Füßel. Nonsens. Und der Sunrise. Tachchen. Nein, die wollte ich nicht nehmen. Ja, ja, nimm die anderen da. Ja, ich will, nachher heißt es wir hier, ne? Nee. Ja, so immer alle Leute hier da draußen. Ich hab dich eingeladen. Machen. Sunrise, dein scheiß Mikro. Ja, aber ich mach mal stumm. Brauchst dich nicht stumm machen, du Lappen. Um die ganzen Leute mal vorzuwarnen, Buh. Völlig egal, was für ein Team der Krieger nimmt, er wird mich zerficken. Ja! Die Frage ist nur, wie hoch. Ja! Also, lacht ein bisschen über ein paar Vollidioten-Moves und Sprüche von dir. Naja, ich... Also man muss sagen, Robert, darf ich sagen, woher ich dich kenne? Ja, ja, sicher, klar. Also ich kenne Robert auch aus dem Casino. Der Robert hat mich im Blackjack ausgebildet, hat mich zum Dealer gemacht, quasi, sinngemäß. Und ja, den Cresinio kennen wir ja auch davon. Wir sind jetzt so eine kleine Gruppe, Ursel, Cresinio, dann gibt es noch einen Schuki, AK Double Suited. Weißt du, wer AK Double Suited ist? Sava ja eigentlich im Grunde genommen auch. Genau, Sava auch. Weißt du, wer AK Double Suited ist? AK Double Suited? Nee. Labide. Ewig nichts gehört. Also, hier, gutes Match, ne? Mein Freund. Wieso gut? Ah. Gut geht's doch. Ja, deswegen. Zack, der Meister Ede. Ach ja, und ich habe versprochen, dass ich ihn jetzt auch nur noch umsense, weil ich habe mich die letzten Male so dermaßen drüber beschwert. Die letzten Male? Wir haben erst eins gemacht? Ah, da wäre er schon weiter. Nee, ich hatte schon das Gold auf der Zunge. Jedes Mal senst er da meine Leute um, die, die sich da gerade freilaufen. Kriegt dann nur seine gelbe und ja. Nur. Ich stehe da. Nee. Hey. Ja, was denn? Der muss auch ein bisschen was abkönnen. Meine Herren. Und was ist denn bei dir? Wie läuft's? Mit der Embleme? Läuft wunderbar. Top 5 gerade rausgehauen und waren echt geile dabei. Okay. Wer hat gewonnen? Mo's Gaming Palace hat gewonnen. Und was? Es war ein Naruto-Emblem. Gold. Versuchen wir den Krieger mal ein bisschen zu ärgern. Das geht gar nicht. So, Naruto-Symbol? Ja, genau. Ich guck das ja eigentlich gar nicht. So Animes sind eigentlich überhaupt nicht mein Fall, aber das war echt gut gemacht. Also richtig gut gemacht und davon gab es auch noch kein großes YouTube-Tutorial-Video. Außer von ihm selbst. Gab es viele Diebe, sage ich jetzt mal, die irgendein Whiteboy-Ziege nachgebaut haben oder so. Oder mein Fortuna-Emblem. Also es gab wirklich haufenweise Embleme, die mir ihr Pikachu-Symbol verklickern wollten als selbstgemacht und noch nie vorher gesehen. Und komischerweise sah es einfach genauso aus wie von einem Riesen in einem anderen YouTube-Video. Und die sind natürlich sofort rausgefallen. Elmer! Web! Okay, Fessel, Bock auf eine Challenge? Was für eine Challenge? Der Robert sagt jetzt irgendwas, was oder der Sunrise. Der Sunrise ist mal besser. Jetzt nimm ihn doch an, du Vogel, ey! Mann! Du musst einen Ball mitnehmen. Der Sunrise sucht dir jetzt ein Emblem raus, was du nachbauen musst. In der Zeit, in das Video lädst du hoch. In welcher Zeit? Ja, jetzt werden wir hier FIFA spielen. Ja, wenn ich nicht gerade selber FIFA spielen würde, würde ich das hier machen. Willst du mich ärgern, Bobby? Willst du mich ärgern? Ich hätte sogar letztens eins gesehen, was ich machen wollte, aber ich habe es partout nicht hinbekommen. Was denn? So einen geilen Spider-Man. Okay. Ja, hast du noch einen Link dazu, wie es aussehen soll? Ich schicke das mal, warte. Boah. Was ist denn mit Bungard los? Boah. Natürlich hart, so ein Lattentreffer, wenn du hinten liegst, ne? Die Fortuna ist mein Trip. Hat er, der Unastall. Ich gedacht, dass der ein bisschen herber drauf geht. Hinterher, Jung, hinterher.
Das Grätschen, das musst du auch können, das musst du beherrschen. Stimmt, richtig. Das musst du spüren. Ich mache es einfach nur. Du musst eins mit der Grätsche sein. Ja, siehst du wieder. Wieder. Und da ist der Meister. Das leere Grätsche. Komm, komm. Edu, du Nutte. Alter, du Nutte. Leeres Tor nicht getroffen. Na, schauen wir mal. Ja. Also halt diese, den rechten Teil ohne die Schrift halt da. Willst du nicht auf Sunrise fahren? Die rechte Seite, also du hast Gesicht im Prinzip, ne? Ja, halt so mit dem Rücken und so und diese, ja. Okay, also mit dem Rücken komplett wirst du es nicht hinkriegen, weil es einfach zu viele Layer sind. Mhm. Aber das Gesicht könnte man schaffen. Ja. Also kann ich mal versuchen. Challenge accepted. Ja, aber jetzt nicht in dem Video, weil sonst habe ich gleich noch 20 Sekunden Zeit, das zu machen. Das wird ein bisschen eng. Komm, Ede, lauf doch mal für 1,50 Meter, ey. Ja, natürlich schön gespielt, aber jetzt kläglich versagt hier, ne? Ja, das stimmt allerdings. Also das mit der Ballannahme haben wir, meine irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ganz komm, Meister! Nein, nicht der Ede. Rennst du durchgehend? Nein, eben nicht. Wenn ich im Strafraum bin und den Pass erwarte, die nehmen den einfach nicht an. Der fällt den gegen die Hacke oder irgendwas. Das ist echt, ja, kein Foul. Ach, das ist doch gesunder Einstieg hier. Gelb. Ede Geier, oder was? Ede Fußballgott. Ja. Ja, ich spiele hier mit einem, ich glaube, es ist ein Bundesliga-Team. Ich glaube, ist schon mal gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob ich dabei habe. Weiß ich jetzt so gerade ad hoc gar nicht. Es ist aber ein verdammt Bundesliga-Silber, Baby. Pace-Team. Und es ist ein Pace-Huren-Team. Aber richtig, das ist. Aber man muss auch erstmal sagen, wie kam das Ganze? Ich habe gesagt, Robert, habe ich gesagt. Ich werde dich mit einem Silberteam lang machen, nachdem, wie viele Spiele haben wir, liegst du jetzt schon hinten? Na gut. Ey! Aber. Das ist faul, du Blindmann, ey! Blindmann, du! Pfeif doch mal, du Blindmann. Jetzt ist lauf, Podolski, lauf! Ich check den auf. So, auf jeden Fall so ungefähr 14 Spiele liege ich schon vorne. Und wir haben letztes Mal so einen kleinen Zockmarathon gemacht. Und da hat der Robert doch ordentlich. Oh, beiß da! Ja! Ja! Ey, was ist denn da los, ey? Weißt du? Geht der? Wie geht der da? Moonwalk. Zack, vom Beister. Maxi Beister. Ehemals noch ein Düsseldorfer, aber jetzt wieder. Ja. Ist geil, Hamburg 2-0 hier. Geil. Wie soll ich denn da? Guck mal, außen komme ich nicht voran gegen den anderen Typen. Und meiner ist ja nicht langsam. Du hast wieder so ein verkecktes Pace-Mountain, ehrlich. Ne? Hey, pass dem doch da vorne! Kommt die Rakete! Mein Hart. Joe Hart. Ja, aber was willst du machen, wenn ein Ball da mit Macht 2 angerauscht kommt? Ja, aber komm, ey. Er hat 5 Minuten Zeit, die Kurve auszurechnen. Wie die Flugkurve sein wird, ey. Meine Herren. Ja, und er hat gesehen, Flugkurve ist geil. Ja, siehst du, das meine ich. Ja, da seht ihr mal wieder, meine Anspielstation liegt auf dem Boden. Und heult. Genau. Und warum? Weil Kriegers so umgegrätscht hat, aber vom Radikalsten. Und was passiert? Ja, mach doch auf! Ich habe einen Vorteil, ich krieg dafür jetzt gleich gelb. Nein, ich finde, das ist ein totaler Fehler bei hier. Vorteil bei zu geben. Total unrealistisch. Ja, aber es gibt keine Folgen. Vorteil schön und gut, aber du doch, kannst doch nicht Geld. Jedes Mal meine Spieler wegsensen, doch, ohne den Ball zu treffen. Wo denn jetzt? Sag mal. Lass mal sehen. Ah. Nee, tatsächlich? Ja. Das rechnet sich mit Sicherheit in den 5 Minuten, die wir spielen, hör mal. Junge, Maxi beißt da, ey. Wir müssen mal gleich ein 20-Minuten-Spiel machen oder so. Dann wird sich das wirklich rechnen mit den ganzen gelben Karten. Kann ja auch ohne Foul spielen. Was macht denn so viel Spaß? Eine Maxi! Fresse. Dann spielen wir irgendwie, weiß ich. Also hier nichts. Oh, Maxi ist verletzt, du Schwanz. 11 gegen 2 oder so spielen wir dann. Jetzt geh ab da. Ja, gegen Fallrückzieher hier. Vom Philippe.
Zumindest kenne ich die Namen von meinen Jungen. Das Geilste ist, seine Fallrückzieher. Nur Ball! Im Fußball gibt es das nicht. Wenn du von hinten rein senkst, ist dann Vivo. Kirsche! Nein! Maxi! Deine Mutti. Mann! Kirsche. Nur weil er verletzt ist. Ja, richtig so. Oh, das fault er mich böse. So, das möchte ich jetzt aber echt von euch allen wissen. Ist es nicht so? Da wird von hinten rein gesenzt, das ist in der Bundesliga mindestens gelb. Egal, ob man den Ball trifft oder nicht. Von hinten rein geht nicht. So, und hier, was wird hier? Ja, weiter. Komm, Robby Kruus für... Nein. Fuck. Robby Kruus, Alter. Ja. Geilster Mann im Erdbeerfeld hier. Das ist aber echt auch so eine Pace-Hure. Bitte? Robby Kruus. In real life jetzt. Von der ja, klar. Der kleine Australier, die kleine Beutelratte. Robby. Ding, ding, ding. Goal, 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 Impala. Ich krieg kein. Warum denn ständig meine Spieler da selbst angehören? Da klingelt es im Karton. Ja, beim zum Robert hat geklingelt. Ems. Podolski mit rechts. Ems. Du hast auch ein scheiß Wappen. Damit kann dein Team nicht gut spielen. Nö, ich fand das ganz gut. Was geht hier? Hör mal. Mein Wappen ist scheiße. So, ist hier ein Alarm drin. Alarma. Ich ja. Besser. So. Bist du bereit, Robby? Ich bin schon fix und fertig mit der Welt. Ne? Ist gar nicht noch bereit für mich. Der hat doch bestimmt da festgehalten, das Schwanzgesicht. Das Schwanz. So, kurz mal ein bisschen. Da schubt er mich doch weg, Schiri. Mikkelsen! Mikkels! Boah! Hart. So, jetzt mal gucken, wie der nächste Eck. Ja, guck mal, schon wieder wird mein Spieler abgewählt in dem Moment, wo ich wegköpfe. Das gibt's doch gar nicht. Das Spiel will nicht, dass ich gewinne. Oder den Mittelfeldspieler, damit du wieder anstoßen kannst. Ja! Ich wollte schon sagen, ey. Was ist denn da los? Oh, ja, meine Herren. Ist auch ein taktisches Foul gewesen. Ich war im Konter und was passiert? Nix. Keine gelbe. Ich war im Konter, du warst an der Mittellinie und da war alles hier gestiegen. Ey, weißt doch noch nicht mal, was ein taktisches Foul ist. Musst du auch nicht wissen. Programmieren. So, wenn sie. Ja. Ja. Ah, FIFA ist eh scripted. FIFA ist. Boah, der Robby, geiler Pass zum Prippi. Nein, was du? Pisser, ey. Falsche Richtung. Hier. Robby? Nicht lachen, bitte. Bitte die Zuschauer, nicht lachen. Oh, spätestens jetzt auch nicht lachen. Robby Kruus, Alter. Macht aus die Apfelmus. Ein Reiter, du Arsch. Oh, taktisches Schüsschen. Die Statistik mal auch besser hier. Leitner! Der kann laufen, der kann Ball bringen. Ja, Leitner ist richtig gut. Geh doch mal hin, da Tactical Defending, leck mich am Arsch. Der läuft daneben her wie so eine Haken. Was weiß ich wer. Ja. Jetzt fragen viele, wo kommt der Robert her, dass bei ihm Hafnuren rumrennen? Klischee erfüllt. Mikkelsen, lauf! Und Flank und Ecke. Mann, Eckball, wie ich das hasse. Eckball, ole, ole. Da können wir direkt mal Gol, 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 Gol. Ja, auch so eine Dreckstaktik, auch super wahrscheinlich, dass das gemacht wird mal. Oh! Lattenkreuz! Wo raus da? Ab geht's. Post oder nicht? Mikkelsen, lauf! Boah! Hier, faul von dir. Von mir? Mann, was macht er denn? Das muss ein Ding. Ja, da liegt er schon wieder. Besten Dank. Gelb für nix. Für nix.
Für Nüs. Für Ömme. Wenn du im Mittelfeld oder im Gegenangriff im gegnerischen Strafraum einen Foul provozierst, da kennen die Schiedsrichter, egal. Ich richte mich ja nicht auf über das Spiel, das ist ja ganz besonders realistisch. Ecke. Eckfall, meine Herren. Ecke. Die Flames mehr als der Cresinho. Ah, das ist da! Cresinho kriegt ja auch nicht so auf den Sack wie ich. Cresinho spielt ja auch besser als ich. Und als du, so mal kurz angemerkt. Als wie du. Wie du auch immer willst. Den wickst sich weg. Tatsache, macht er wirklich. Ja, mach rein! Zucht zum Tor, Junge. Und dann, was machst du dann? Nickes. CH wegstreichen und ein G hinstellen. Mit Zug zum Tor. Oh, nein! Mann! Wie fast sich ab würde der Solution sagen. Eine der Penner da auch genau im Weg. Was soll denn die Scheiße? Ist doch voll. Mann, deine nicht? Ja, schon wieder. Elva. Ach, hau ab! Bei mir stimmt halt die Mannschaftsmoral. Die Mannschaftsmoral. Also ist hier Fortuna, Teamgeist gedöhnt. So, lange Ding vom Unnerstall, der eigentlich schon fast eingeschlafen ist. Mann, ey, das ist so eine Behäbigkeit, ohne Scheiß. Ich spiele ja selber Fußball im Verein. Das würde ich ja besser hinkriegen. Meine Herren, Alter, ich hasse diese Verzögerte. Ja, bei dir läuft's, oder? Ja, schwarz. Hört man das raus, dass bei mir läuft, ne? Mhm, klingt richtig gut. So, 7-0. 3-1. Machen wir ein Tutorial für ein... Gibt es ja auch so Skill-Games, ne? Bei FIFA. Robby! Einhändig fängt der Hart den. Der ist ja auch nur der Robby Fuß gewesen. Laufen kann er, aber sobald der Ball in der Nähe ist, kriegt er Panik. Ich hab doch abgefälscht. Was beleidigst du meinen Robby Fuß hier? Du kriegst direkt mal einen Foul jetzt hier. Hey! Ja, war auch mal sauber abgenommen, die Kirsche. Ausnahmsweise. Wie kann das denn sein? Ja, wollte gerade sagen. Aber Schamhaare ist breite, Kollege. Aber muss aber ein ganz schön dickes Schamhaar haben. Ja. Muss, weiß nicht, mit der Kettensäge das nächste Mal. Oder? Ja, das lasse ich dran. Ja! Ja, was denn? Der ist noch nicht mal umgefallen. Er stellt sich da hin wie so ein... Robby? Robby! Robby! Mann! Roberta, du Hure. Aber auch noch abseits. Ja, du bist tot. Der hat schon nett. Auch war mit dem... Mann! Ey, wenn ich gewusst hätte... Wenn ich gewusst hätte, dass du 3-1 verlieren wirst. Ja. So ein Drecksteam, ehrlich. Ich schäme mich eigentlich wirklich, aber ich konnte das Spiel noch nie, von daher. Was? Ja, schon wieder. Guck, da bin ich, ey. Ohne Witz, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, dass das nicht gepfiffen wird. Komm, Robby. Für die Ehre. Fürs Vaterland. Du Mutte. Ich sag doch, sobald der Ball in der Nähe... Ja, jetzt gibt den doch endlich... Oh, ach, jetzt pfeift er ab, ne? Ja. Meine Herren, noch nicht mal einen rote Punkt hier. Wie gelb habe ich denn? 4? Oder 5? So, das mache ich ja. Oder 5 gelbe. Du nimmst also den Ball immer mit Isaac. 4 gelbe. Und ja. Ich habe die Verletzung bekommen. Und er hat noch nicht mal einen Foul dafür gekriegt. Ja, ja? Weißt du warum? Ihr Weil Freunde. Du über dein eigenes Schamhaar gestolpert bist, ey. Ja. Weil ich es kann. So, in diesem Sinne bedanke ich mich. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Gut, Schuss hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Euer Commander Krieger und danke an Kevin, danke an Sunrise. No problem. Und das Schlusswort kriegt Robert. Robert. Scheiße, ey.